Guten Tag, hallo, mein Name ist Katsiotas und möchte Ihnen heute eine Arbeit zeigen. Und zwar haben wir im Unterkiefer eine Teleskoparbeit mit zwei Teleskopen im Eckzahnbereich und im Oberkiefer eine Locator-Prothese auf drei Lokatoren im Oberkiefer, die wir auch selber implantiert haben. Und möchte mal zeigen, wie das im Mund aussieht. Das ist eine sehr hübsche Arbeit geworden. Ich möchte das mal gerne an unseren Patienten zeigen. So, dann haben wir hier den Unterkieferzahnersatz. Machen wir mal den Unterkiefer rein. Die zwei Primärteile bestehen aus NEM, genauso wie auch die Sekundärteile. Diese Arbeit sitzt eigentlich sehr fest. Im Unterkiefer ist es sehr, sehr schwer, die, sag ich mal, zu entfernen. Da brauche ich sogar selber ein wenig Zeit, bis ich die Arbeit wieder ein wenig gelockert bekomme. Aber das ist besser, als wenn die Arbeit zu locker ist. So, so geht die raus. Und so setzen wir die wieder ein. Die geht eigentlich sehr gut und einfach rein. Das stimmt doch, oder? Also rein geht die relativ zügig, raus geht die Ja. halt ein bisschen schwieriger. So, zu der Oberkieferprothese. Die drei Lokatoren, da haben wir die blauen Einsätze drin. Und im Oberkiefer sieht man die drei Lokatoren im Mund. 1, 2, 3, klack. Einmal zubeißen, bitte. So, und die Arbeit ist eigentlich vom Ästhetischen mit der letzten Arbeit, mit der vorigen Arbeit überhaupt kein großer Unterschied zu sehen. Wir haben ein paar ästhetische Sachen mit der Patientin vorher abgesprochen, damit wir wissen, okay, was würde ihr gefallen, was möchte sie geändert haben. Dann haben wir das eigentlich umgesetzt, dem Labor weitergegeben und da ist eine schöne Arbeit entstanden.